Na, du Fußgänger? Ja, du Automobilistin. Wie geht's denn deinem Wagen? Es ist nicht mehr mein Wagen. Wieso? Gehört jetzt meinem Vater und dem geht's schlecht. Warum? Der hat gestern einen Führerschein gemacht. Und um meiner Mutter zu zeigen, wie gut das kann, ist er rückwärts in der Parklücke gefahren und da hat's gebumst und jetzt steht er in der Werkstatt. Nein. Ja. Ach, du lieber Gott. Guck mal, da vorne ist Flip. Oh ja? Na, ihr Verkehrswanzen? Ich habe euch ja schon Wochen nicht mehr gesehen. Komm, Gustav, ich muss mit dir reden. Ja. Tschüss, schnell. Ja, ist gut. Wiedersehen. Tschüss, Biggie. Tschüss. Tschüss. Also hör zu, seit Tagen versuche ich dich zu erreichen. So, na wie wär's dann mit dem Telefonbuch unter L wie Lekam? Deine alte Dame hat mir gesagt, dass du kaum noch zu sprechen bist. Das stimmt ja auch. Ich komme immer erst nachts nach Hause. Ich bin ständig auf Achse. Noch dazu im firmeneigenen Bus. Werbeveranstaltungen, Kundenberatung. Ach. Ziemlich mieser Job, was? Naja, rosig ist es nicht gerade. Na, wo brennt's denn jetzt? Mein alter Herr möchte dich sprechen. Dein alter Herr will mich sprechen? Warum denn? Was weiß ich? Bitte, Herr Lekam. Setzen Sie sich. Danke. Sie sind Freund von Flip? Ja. Verstehen sich gut? Wir sind immer gut miteinander ausgekommen. Sie arbeiten zurzeit bei? Hegebrecht und Meyers. In der Korrespondenz, in der Werbeabteilung, da bin ich seit einer Woche. Ja. Wie viel? Nein, bis zu 2000 das Stück. Ihnen gefällt's da? Also schön, 2500 äußerst. Na? Es geht. Also gut, 2600 Dollar. Ende. Sie verdienen? Ich komme aus. Also nicht genug? Nicht zu viel. Sie wohnen bei Ihren Eltern? Ja. Und sind verlobt? Mit Biggie. Mit Fräulein Brigitte Schönfeld. Und wollen bald heiraten. Aha. Hören Sie, der Weltvertrieb hat wieder mal nicht aufgepasst. Sagen Sie, Lona, für Japan bleiben wir bei Typ 16-7. Verstanden, Herr Direktor. Ich sage Lona Bescheid. Was sagen Sie? Jetzt eben nichts, vorher heiraten. Bitte? Sie haben mich gefragt, ob ich bald heiraten will. Ach so, ja. Na und? Ja, gerne, aber momentan kann ich es mir noch nicht leisten. Ein paar Fragen. Bitte? Lesen Sie Zeitung? Ja. Lesen Sie den Wirtschaftsteil? Um ehrlich zu sein, nein. So. Naja, habe ich in Ihrem Alter auch nicht getan. Tun Sie es in Zukunft. Ja. Haben Sie Selbstvertrauen? Ich glaube schon. Ja. Wollen Sie bei mir arbeiten? Ja, aber... Als Abteilungsleiter. Als was? Haben Sie was mit den Ohren? Abteilungsleiter! Werde mich bald zurückziehen. Fischen auf den Bahamas oder so. Philipp, wird die Firma mal übernehmen. Arbeitet sich jetzt schon ein. Was ist? Wollen Sie? Ja, aber... Flipp hat Sie für diesen Posten vorgeschlagen. Das
Das begreife ich nicht. Ich begreife nicht, warum Flip ausgerechnet mich für diesen Posten vorgeschlagen hat. Seien Sie unbesorgt, das ist weder Protektion noch sonst was. Hier, lesen Sie sich das durch. Da stehen die Bedingungen drauf. Morgen um diese Zeit habe ich Ihre Antwort. Ja, aber Herr Generaldirektor, ich habe doch überhaupt keine Erfahrung im Umgang mit wesentlich älteren Kollegen. Alles zu lernen. Ich fühle mich... unsicher? Ja. Sehen Sie, das ist es, was ich an Ihnen schätze. Ehrlichkeit. Auch wenn sie Ihnen mal zum Nachteil ausschlagen könnte. Und darum verrate ich Ihnen jetzt einen Tipp. Kaufen Sie sich einen schwarzen Anzug. Wie bitte? Sie werden sehen, schwarz macht würdig. Man wächst hinein. In den Anzug? Hat einer was von Anzug gesagt? In die Stellung wächst man hinein. Verstanden? Nach halbjähriger Probezeit... Was? Ein halbes Jahr? Du liebe Güte! Nach halbjähriger Probezeit als Abteilungsleiter übernommen. So, das ist alles und jetzt wisst ihr es. Ja, Mensch, das Kind, da überlegt ihr noch? Das ist das tollste Ding, das ich je gehört habe. Na, wenn man mir früher solche Chance gegeben hätte. Na, da muss man doch überlegen, was er hat, das hat er. Ach, Gretchen, du Angst. In dem Alter habe ich der Welt früher gezeigt, was in mir steckt, du. Ach, Schiffbrüche. Na, ja, und wenn er sich bewährt, dann hat er doch die besten Aufstiegsmöglichkeiten, die es überhaupt gibt. Das gibt doch gar nicht sowas. Das muss ja ein komischer Mann sein. Das ist doch nicht eine Art, die unserem Gustl liegt. Liegt? Mama, wer kann denn heute danach fragen, was ihm liegt? Ich meine, soll er erst mal was leisten? Dann wird er schon sehen, ob er seinem Chef liegt. Nicht wahr, Gustav? Ja, das tut er aber auch dauernd. Sonst hätte er ihn gar nicht zu sich kommen lassen. Also, mein Junge, Prost. Hm? Immer zugreifen. Ich weiß nicht, so in die Ungewissheit gehen. Das ist doch eine einmalige Chance. Ja, aber eine Chance ist nur dann eine Chance, wenn man sie auch nützt. Ich finde, Gustav soll allein entscheiden. Hat er schon. Was? Na? Sieht so nicht ein frisch gebackener Abteilungsleiter aus? Hm? Umdrehen. Na, gut. Ist noch was? Verzeihen Sie, Herr Generaldirektor, ich dachte, dass Sie mich vielleicht einweisen würden. Ich? Nee, nee. Gehen Sie mal zu Herrn Schneider, Einkaufsabteilung. Der wird Ihnen alles zeigen. Mein Name ist Lehkamp. Ich bin der neue Abteilungsleiter der Firma Rathmann und Sohn. Ich möchte Sie auf Absatz 3-C unseres Lieferungsvertrages aufmerksam machen, wonach Sie verpflichtet sind, die Kosten der Verpackung zu tragen. Von einem Ausnahmefall im Sinne der Aufhebung kann in diesem Punkt keine Rede sein. Ich möchte Sie doch sehr bitten, Verträge nicht nur zu unterschreiben, sondern sie auch einzuhalten. Andernfalls wir uns Maßnahmen vorbehalten, die Ihnen möglicherweise... Hallo? 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 Ja, Lehkamp. Wie? Lehkamp, ich bin der neue Abteilungsleiter, ja? Japan 16-2? Das weiß ich, ich meine, ich hab die Akte nicht hier. Ja, das wäre sehr nett. Bitte, ja, rufen Sie später nochmal an, danke. Ja, bitte verbinden Sie. Na, Bigelein, was ist denn mein Herz? Biggie, hör bitte mit diesem Freiheitsgedusel auf. Biggie, ich muss bis L wie Lilo kommen. Ja. Biggie,
versteh das doch. Ich muss die Kundenkartei kennenlernen. Ich bin erst bei B wie Bertha. Und ich bin bei W wie Wut oder Z wie Zorn. Was? Abteilungsleiter? Ach, ich pfeife drauf, wenn du nicht bis morgen das Haus zu Tonio machst. Na, endlich. Entschuldige bitte. Das kannst du leicht sagen, entschuldige. Ich entschuldige aber nicht. Biggie, bitte. Wenn ich gewusst hätte, was ein Abteilungsleiter ist, ein unaufmerksamer, nicht anwesender Mann. Jetzt bin ich anwesend. Jetzt ist aber zu wenig. Du musst dich daran gewöhnen, dass der Job leider momentan vorgeht. So ein Mist, noch nicht mal verheiratet und schon Witwe. Ach, reg dich ab, hilf mir lieber. Aber das ist es ja gerade. Wie soll ich dir denn helfen? Ich habe doch überhaupt keine Ahnung von deiner Arbeit. Komm, ich erzähl dir meine Sorgen. Sorgen? Du hast Sorgen, du machen wie ich. Ich habe einen Sorgenbrecher. Was ist ein Sorgenbrecher? So ein Mann nimmt mir alle Sorgen ab. Er bezahlt Telefon, Gas, Miete, Steuern und ich zahle ihn 1000 Mark im Monat. 1000 Mark und wo nimmst du die her? No, das ist deine erste Sorge. Ach, Sorgen. Die Arbeit macht keine Sorgen, sondern die Kollegen machen die Sorgen. Die belauern mich ständig. Sie warten darauf, dass ich irgendeinen Fehler mache. Und es ist nicht verwunderlich, denn sie warten auf diesen Posten, in den ich mich hineingesetzt habe, schon seit Jahren. Was soll ich nur machen? Du solltest sie mal überraschen. Womit? Ja, damit, dass du sie um Rat fragst. Dass sie merken, dass ich nichts weiß. Ach, umgekehrt. Damit sie merken, dass du ihre Erfahrungen anerkennst. Biggie, du bist großartig. Du hast mal wieder die Lösung im kleinen Finger. Ach, Quatsch. Jetzt trinken wir mal einen ordentlichen Topf Pantherspucke, damit du morgen mutiger bist. Tonio, zwei Whisky bitte. Um Gottes Willen, keine zwei Whisky, da bin ich ja morgen nicht in Form. Du, kein Rückfall in falsche Schüchternheit. Zwei dreistöckige, ja? Dreistöckig, bitte. Das ist ein Jura, zwei dreistöckige. Hey, Biggie Gustav, hier sitzt ihr wohl immer noch, was? Ja, es ist ja auch kurz nach Mitternacht. Ich meine, ob ihr noch hier in diesem alten Schuppen verkehrt. Auch ist doch ganz nett, mal wieder im alten Laden zu sein. Also du bist ja lange nicht mehr da gewesen. Ja, mir ist es hier zu Dings, weißt du. Ich gehe lieber zu Charlie ins Jahreszeiten. Oh ja, ja. Bei uns ist das hier auch zu Dings. Nur dort ist es uns zu teuer und zu snobby. Ja, wenn man's Geld hat. Hör mal, was trinkt ihr denn? Ja. Danke, Sie haben schon was bestellt. Hey, ciao, Antonio. Wie geht's denn deinem müden Schuppen, hä? Ah, müde Schuppen kommen oft alte Geule. Sagen, prima. So, bringst du uns auch zwei von diesen Bierstöckige? Ja, klar. Und sag mal, was ist denn mit euch? Seid ihr schon verheiratet? Nein, nein, wir müssen noch warten, bis meine Stellung in Ordnung ist. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, hä? Erstmal muss dieses hier stimmen. Ja, ja. Für dich eine Kleinigkeit, was? Na klar, Flöhe gibt's überall genug. Man muss doch richtig filzen können. Du hast vielleicht eine mausige Art. Gut, sage ich, Mensch, prima. Du hast mit Sprüche drauf. Was, Gustav, die bietet was, hä? Oh ja, 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 die hat eine Ansprache. Guck mal, hier sitzt ja auch nur noch lauter Gemüse rum. Die können ja kaum ihre Brause bezahlen. Wie geht's denn Flip, hä? Der arbeitet noch, der übernimmt bald die Stellung seines Vaters. Ja, der ist ja auch mehr weg als hier. Ja, ja, wir sind halt alle älter geworden. Ah, wir sind nicht älter, nur was geworden sind wir. Sag, was machst du denn jetzt eigentlich beruflich? Oh, bei Dressburg. Den Namen nach führen die Brüder ja die Firma. Und meine Anständigkeit. Ich mache alles, sag ich dir, alles. Wenn ich mal nicht da bin, läuft der ganze Laden doch schief. Der eine Dressburg, der fragt mich immer am Rat. Der geht mir langsam auf den Wecker, der Junge, weißt du? Verdienen kann man ja genug, aber die sind ja auf mich angewiesen. Er ist ein richtiger Führungstyp. Findet ihr nicht auch? Oh, ja, der führt. Aber muss eben ein ganzer Mann sein. Ja, will ich euch mal ein bisschen zuprosten. Das ist vielleicht ein saurer Verein hier. Sag, Antonio, was denn mit den komischen Doppelstöckigen, die du uns bringen wolltest? Herr Karl Ladewig. Oh, klar, das bin ich. Würden Sie uns bitte begleiten? Kriminalpolizei. Guter Mann, das ist ja wohl ein Irrtum, was? Das haben Sie alle. Hey, ich sag, ich bin im Kino hier drauf. Was lassen Sie mich los hier? Was soll das? Also, viel Neues konnte ich nicht erfahren. Aber eines steht fest. Er behauptet, es nicht gewesen zu sein. Ja, die Unterschlagungen bei Dressburg sollen aber stimmen. Die waren schon vorher draufgekommen. Die leugnet er auch noch. Mein Vater kennt doch die Dressburgs. Ist da deine? Ja, Karl muss da ganz schön den wilden Mann markiert haben. Glaubst du denn, dass das war? Das weiß ich nicht. Die Polizei meint, dass der Buchhalter die Unterschlagung bemerkt hat. Also ist zu einer Auseinandersetzung gekommen und, naja. Da hat er sich dann richtig da reingekniet, ne? Also das glaube ich auf keinen Fall. Der Karl ist zwar ein Angeber, vielleicht hat er in die Kasse gegriffen, aber dass er einen Menschen umlegt, das glaubt er doch wohl alle nicht. Unmöglich. Ja, ich weiß nicht. Wo ist eigentlich Doris?
Also was passiert abwischen. Schneller, als man glaubt. Sie sind die Hauptleidtragende. Ich stelle fest, ihr fahren nicht die Frauenstimmen auf sich. Na und, ja. Ist eifersüchtig? Die Gefühl fühlt trübt nur diese Sachfrage. Ja. Auf alle Fälle, er ist abgesagt, der Junge. Das ist ganz klar, aber das ist diese Mordgeschichte. Fehlt nur noch, dass wir einen Gedenkkranz winden. Ja, eine Zierde für unseren Club waren nicht gerade. Hör mal, aber ein Mörder auch nicht. Also das rauszukriegen ist auch der Polizei. Nicht unsere. Jedenfalls, so ganz ohne Grund kassieren die keinen. Naja. Du sagst das so mit so einem komischen Unterton. Was soll denn das heißen? Eins steht fest, für Freunde hat er hier nicht. Das ist auch übertrieben. Also du hast nur Mitleid, ja? Nein, ich finde ihn gar nicht sonderlich sympathisch, aber ich glaube einfach, dass er unschuldig ist. Na und, was hat er davon? Er lässt dich schön grüßen. Wer? Karl. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich ihm geschrieben habe. Und vielleicht auch noch Blümchen geschickt. Mhm, sogar sehr hübsche Blümchen. Sag mal, willst du uns mit Macht da hineinreißen? Ja. Du scheinst dir nicht zu überlegen, dass ich in meiner momentanen beruflichen Situation keine Scherereien brauchen kann. Spießer. Man muss kein Spießer sein, um so zu denken. Schließlich habe ich eine Verantwortung. Oh ja, die hast du. Was für ein Spiel spielst du eigentlich mit mir? Ich passe nur auf, dass dir deine Rolle nicht mies wird. Ach, hör auf, Phrasen zu dreschen. Sag mir lieber, was du angestellt hast. Ich habe Karl geschrieben, dass ich ihn für unschuldig halte. Ja, und was hat er geantwortet? Dass er unschuldig ist. Das sagen alle. Na ja, da hast du recht. Na bitte. Gut, ich könnte mich getäuscht haben, das kann ja mal vorkommen, aber noch glaube ich an ihn. Noch glaube ich, dass er unschuldig ist. Und wenn es damit erstmal Essig ist, dann hört alles auf. Man muss auch mal den Mut haben, etwas in jemanden zu investieren. Zum Beispiel Glauben. Ich danke dir für alles und überhaupt. Wieso? Überhaupt? Naja, dass du gekommen bist, das finde ich sehr dufte. Das ist doch selbstverständlich. Und nächste Woche komme ich wieder. Wenn's dir recht ist. Du bist ja niedlich. Warum sollte mir das nicht recht sein? Naja, ist doch sicherlich nicht so viel Besuchszeit. Wenn nun jemand anderes kommen will, deine Eltern zum Beispiel. Das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich dir mal, wenn ich draußen bin. Sonst klingt es wie so eine Art Verteidigung. Verstehe. Also, bin ich nächste Woche wieder da. Und dann mal alles Gute. Und grüß die anderen. Wiedersehen, Karl. Und halt die Ohren steif. Idiot. Was ich dich noch fragen wollte. Ja? Glaubst du eigentlich, dass ich unschuldig bin? Ja, Karl. Na dann. Vielen Dank. Schau mal, wer da kommt. Ach, unsere Wasserstoffbombe. Hey, Gardi! Gardi! Na, wo kommst du denn Tag, her? Tag, ihr zwei. Das kannst du dir wohl denken. Du, wir wollen auch gerade zu ihm hin. Oh, da werdet ihr kein Glück haben. Besuchserlaubnis nur für nähere Verwandte oder für seine Braut. Ach Gott, so viel ich weiß, hat der Arme ja gar keine Verwandten. Und von Braut weiß ich auch nichts. Nee. Doch. Was, wieso? Wen hat er denn? Mich. Was, dich? Ja, aber seit wann denn? Na, seit heute. Sonst hätte ich ihn doch nicht dort besuchen können. Ach so. Ich glaube, ich weiß einen Weg, wie wir Karl sehen können. Ich kenne einen Staatsanwalt. Sag mal, war was im Büro? Ärger gehabt? Schau dir die Sendung an. Abendbrot. Sehen die so Quatsch. Unsere Freunde, die Tomaten mit Musik. Sag mal. Was ärgern? Nö. Aber, ja, so kleine Bemerkungen sind da gefallen. Bemerkungen? Was denn für Bemerkungen? Na? Über Gustav und den Hauptmörd und den, naja. Herrn da, den, ich weiß nicht, muss das sein, dass ich will mich da nicht einmischen. Musst du den jeden Mittwoch besuchen da im Gefängnis? Ich besuche ihn nicht jeden Mittwoch. Ob es ein Raubmörder ist, wird sich herausstellen. So wie die Sachen jetzt laufen, ist es keiner. Und den Leuten, die sich darüber aufregen, kannst du sagen, dass es sie keinen Pfifferling angeht. Das tue ich auch, aber du weißt, man redet darüber. Wie steht denn die Sache überhaupt? Die Ermittlungen gehen weiter, manchmal gibt's einen Hoffnungsschimmer und dann ist wieder alles Essig. Ach, wenn ich mich hätte träumen lassen, mit welchen Menschen mein Sohn Gustl verkehrt. Rede Rüpel! Wir sind übereingekommen, wir wollen darüber nicht mehr. Tschüss dir.
Kartoffeln. Kartoffeln, ich denke, die sind roh. Du bist roh, mit Kartoffeln. Sag mal, ausgerechnet während deiner Probezeit bei Rathmann. Kannst du dich nicht auf vernünftigere Dinge konzentrieren? Ich konzentriere mich, Mutter. Gustl, man muss auch auf seinen Leumund achten. Hoffentlich erfährt der neue Chef nichts davon. Das kann ich dir aber nur sagen, du. Gustl, weißt du, was dir dein Chef sagen wird? Weißt du, was der dir sagen wird? Na, wie geht's? Danke, ausgezeichnet. Was machen Sie denn so mit Ihrer Freizeit? Tanzen, Sport? Ach, Herr Direktor, lachen Sie mich nicht aus, ich arbeite. Sonntags auch? Manchmal. Ins Café gehen Sie nicht? In die Bar? Ja, wir gehen manchmal in eine Konditorei. In dieses italienische Espresso gehen Sie nicht mehr? Seltener als früher. Meinen Sohn haben Sie da kennengelernt, nicht wahr? Ja, ich glaube, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Gedächtnisschwäche? Nein. Übrigens, Danke vielmals. Bitte. Mögen Sie Raubmörder? Nein. Nein, ich auch nicht. Warum verkehren Sie dann mit einem? Herr Direktor, ich nehme an, Sie spielen auf Herrn Karl Ladewig an. Ob er ein Raubmörder ist, weiß man noch nicht. Aber man besucht ihn im Gefängnis. Im Untersuchungsgefängnis. Merkwürdiger Umgang, finden Sie nicht auch? Nein. Ach, können Sie mir das mal erklären? Nein, das kann ich nicht, Herr Direktor. Meine Besuche im Gefängnis sind Privatsache. So. Wie lange sind Sie jetzt hier? 3 Monate, Herr Direktor. 3 Monate? Und nach genau 3 Monaten, da wagen Sie es mir, Ihrem Generaldirektor, die Stirn zu bieten. Wegen eines eingelochten Kumpels, der nicht mal Ihr Freund ist. Wegen eines Mannes, von dem keiner weiß, ob er unschuldig ist oder nicht. Aus einem selbstmörderischen Gerechtigkeitswimmel. Ihr Vertrag ist himmelisch. Wie bitte? Sie sind fest angestellt. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Sie imponieren mir. So, nun lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie hinaus. Gehen Sie nach Hause. Hab mich aufgeregt. Leben Sie wohl, Herr Abteilungsleiter Lekamp. Hallo! Hallo, Gustav! Hallo, Chef! Na, wie geht's? Gustav, du, wir haben ein Pfundsei für dich. Ein was, bitte? Ach, tu doch nicht so, als ob du kein Deutsch mehr verstehen könntest. Deine liebe Verlobte meint, dass wir eine große Überraschung für dich haben. Und ich eine für euch. Was denn für eine? Ich bin Abteilungsleiter. Oh, Gustav! Oh, das ist ja herrlich. Und eure Überraschung? Komm, steig ein. Na, wo ist denn eure große Überraschung? Ich sehe weit und breit nichts. Wart doch ab. Mensch, Gustav, guck mal, wer da kommt. Hallo! Hallo! Hey, hallo! Karl, ich denke, du bist im Knast. Wo kommst du denn? Bist du abgehauen? Na klar, aber mit Erlaubnis des Herrn Untersuchungsrichters. Mangels Beweis. Nee, mangels Schuld. Ist doch nicht wundervoll. Ist doch herrlich. Nee, na, und jetzt kaufst du dir eine andere Kluft. Ja, und darf ich dir aus diesem Anlass mal einen guten Tipp geben? No? Zieh mal die Beerdigungsmontur aus. Das ist mein Geschäftsamt. So, so, ja. Schau mal, was passiert. Ich brauch den doch. Los, los, los. Jetzt soll ich dann der... Das? Ja, natürlich. So was Geschmackloses ist für den Menschen. Ich geh dir schon wieder runter. Komm, jetzt. Hey! Ja,